Liebe Pokéfreunde, Ubitu wieder hier und heute gibt es Dialga in der Führung mit Groudon und Ho-Oh hinten. Und zwar habe ich mir das so gedacht, wenn ich Führung mit Dialga verlieren sollte vorne, gehe ich immer in Ho-Oh. Vielleicht locke ich dann ein liebes Kai raus und Dialga mit viel Energie oder generell mit Energie kann jedem Pokémon in der Meisterliga gefährlich werden an sich. Weil Draco halt so eine starke Attacke ist und Gidefen hat man halt Eisenschädel. Deswegen versuche ich das einfach so zu spielen. Gegen Tryharder Kongo ist der erste. Dialga gegen Dialga. Ja, ich gehe trotzdem raus, sage ich. Normalerweise spiele ich das immer aus, aber man sieht. Ja. Wir können hier Sturzflugen. Wird er wahrscheinlich nicht schilden, ja. Aber wir kriegen einen schönen Energievorteil. Und der dürfte vielleicht keine Attacke schaffen. Oder? Nein. Schafft er nicht, perfekt. Bitte lass die Wechsel runterticken, das wäre very nice. Aber das ist nicht so verkehrt, dass er hier mit reinkommt, mit dem Meteros. Nein, schön nicht. Genau deswegen. Den würde ich jetzt schilden. Okay, guter Schild. So, wir gehen auf Feuerschlag. Die nächste Attacke schilde ich nicht. Ja. Aber interessant, warum ist er. Hä, warum ist der Gegner nicht auf Erdbeben gegangen gegen. Oh. Oh, das war wieder ein Erdbeben. Jetzt hätte ich die richtige Attacke wahrscheinlich einsetzen müssen, oder? Nee, er schildert. Ja, ich glaube, trotzdem verlieren wir es, oder? Oh, das Erdbeben hätte ich gerne geschildert. Ja, die Jäger ist weg. Oh, nee, wir gewinnen das. Uhuhuhuhu. Knapp, 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 aber hä? Ich verstehe es nicht. Warum mit Kraftkloss? Das hat für mich jetzt nicht so den Sinn ergeben, Erdbeben und Kraftkloss. Warum fliege ich auch zum Kampf? Will ich auch nicht. Aber das hat schon mal geklappt, das Wasser-Pokémon mit Ho-Oh rauszulocken. Oh. Oh, gegen Nick gekämpft. Den habe ich bisher leider noch nicht in der Freundesliste. Grüße gehen aber raus. Leider kann ich noch nicht antworten. Ich antworte dir später, wenn ich aus dem Kampf raus bin. So, Dialga gegen Seishien. Okay, das ist so ein Seechen. Ich hole mir erstmal Energy. Vielleicht kann man einen Nahkampf abfangen auf Ho-Oh. Schildest du? Perfekt. Oh, und sehr schön abgefangen. Perfekt. Das wird ein Nahkampf sein und Stromschluss werden wir hier auch nochmal überleben. Okay, noch Knüller, noch besser. Dann hast du keinen Stromschuss. Oder hast du Stromschussknüller? Ich überlebe das. Auch wenn es ein Stromstoß ist. Überlebe ich. Okay, Stromschussknüller hat er. Ja, gut.
Dann sieht es trotzdem gut aus. Ja, Seishin ist weg. Wobei, das ist in Ordnung, weil wir kriegen den Sturzflug hin. Den Sturzflug. Das ist sehr gut. Und wir kommen wieder hier rein. Und können einmal schilden. Das sieht bisher gar nicht so verkehrt aus. Und du gehst auf Sturzflug, okay? Ja, wir gehen auf die Attacke. Bitte Schilde. Danke, ich gehe hier rein. Hier brauche ich dann nicht zu schilden an sich. Kommt drauf an. Ja, vielleicht muss ich, ja, Feuerschlag. Ich spekuliere drauf, dass ich die Abgrundklinge überlebe. Bitte. Ja. Sehr schön. Du dürftest das nicht mehr überleben. Ah, doch. Ja, aber du kriegst bei Ho-Oh nicht mehr viel Farm. Das heißt, wir können gleich schilden. Ja, siehst du auch ein, perfekt. Oh, das klappt doch gut, das klappt doch richtig gut. Aber wir haben auch den Knüller natürlich perfekt auf unser schönes Ho-Oh abgefangen. Was natürlich sehr schön ist. Aber bisher läuft das ja hier echt gut. Aber ich muss auch sagen, ich muss nächste Woche auf jeden Fall zum Arzt mal. Weil ich habe am an der linken Hand den rechten Finger, neben dem Mittelfinger, den rechten Finger, einen schwarzen Fleck auf einmal. Und ich weiß nicht, was das ist. Nicht, dass es irgendwie Hautkrebs oder so ist. Oh, ich hätte rüber. Ah, ich hätte auch in Ho-Oh gekonnt, ne? Aber den Wechsel brauche ich. Den Wechsel brauche ich unbedingt. Ja, wir können uns maximal Energie gönnen. Wir gehen hier auf jeden Fall auf Abgrundklinge. Ja. So, hier gehen wir auch auf Abgrundklinge. Sehr schön, Schild ist da. Du musst sie aber einsetzen. Und Unheilböe haut mich nicht weg. Okay. Ja, wir holen uns Energie. Und hier rüber. Eigentlich kannst du aufgeben. Eigentlich kann der Gegner schon so gut wie aufgeben. Ich werde hier nichts schilden. Na, Abgrundklinge macht nicht so viel. Naja, doch, macht schon viel. Aber wir haben auch drüben fast einen Eisenschädel. Du schildest, perfekt. Wir kriegen eine Angriffssenkung, sehr schön. Und ich werde hier extra mehr farmen. Wir kriegen noch eine Abgrundskling rein, ja, egal. Ich werde hier nichts schilden. Das ist nur der Feuerschlag, der dürfte nicht viel machen. So, dann kriegen wir hier Himmelsfee raus. Gehen rüber. Ja. Gegner weiß, dass er verloren hat. Perfekto.
Das ist sehr gut. Wir sind positiv mit dem Team. Das ist die Hauptsache. Dass wir hier mit dem Team gut vorankommen. Vielleicht bleibe ich auch bei dem Team, wenn es weiter so gut läuft. Um Legende zu erreichen. Wäre cool, wenn das Team hier Legendenteam wird. Habt natürlich gute Vorteile gegen Stahlbohr und sowas. Ah, hier habe ich eine Idee. Komme ich eher zum Eisenschild? Nee, du kommst eher zur Attacke, ne? Ja, das ist doof. Ich schilder einmal. Bitte köder nicht, danke. Ich überlege, wie ich das mache. Oh, okay. Rüber. Ja, das ist in Ordnung. Weil du kommst nicht eher zur Attacke als ich. Ja. Ich schilde nicht. Durch die Senkung könnte ich das überleben. Auch wenn es ein Donner ist oder ein Drake oder whatever. Überlebe ich das noch? Nein, überlebe ich nicht. Okay. Aber ist in Ordnung. Sag ich so, wie es ist. Ich gehe hier rein. Und hier überlebe ich noch eine Abgrundklinge auf jeden Fall. Okay. Ja gut, dann das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ja. Ich schilde nicht. Geh rüber. Nee, ich schilde nicht. Ohne halbe. Ich habe drüben eine Abgrundklinge. Von daher. So, ich drücke jetzt auf jeden Fall Eisenschädel. Und egal, was jetzt kommt. Ja, und hier drüben muss er doch einsetzen, ne? Er kann mich nicht runterfarmen an sich. Ja. Richtig, perfekt. Oh, das läuft ja sehr gut. Ja, wie gesagt, ich gehe nächste Woche auf jeden Fall mal zum Arzt. Lasst das natürlich angucken. Immer ein Rat an euch, wenn ihr an eurem Körper irgendeine Veränderung feststellt, die euch nicht erklären könnt oder nicht wisst, woher das kommt. Geht zum Arzt. Lasst das so schnell wie möglich untersuchen. Weil im schlimmsten Fall könnte das irgendwann lebensbedrohlich werden. Und das will ich nicht, das wollt ihr nicht, das will keiner. Aber jetzt mal weg von solchen schlimmen Sachen. Wir hoffen das Beste natürlich. Wir konzentrieren uns hier auf die Fights. So, wir gehen auf jeden Fall hier wieder steil mit diesen Teams gegen Science Cloud. So. Okay, Mewtwo will ich hier vorne sehen, ja. Okay. Ich versuche die Attacke gleich abzufangen, vielleicht auf Ho-Oh. Weiß ich aber noch nicht, ob das was bringt. Ich habe eigentlich geklickt, aber okay. Ja, wir schilden einmal. Okay, es war der Psychostoß. Schade. So, diesmal fangen wir ab. Bitte, bitte lass es den Fokusstoß sein. Okay, Spukball geht aber auch.
Den müsste ich noch überleben. Psychoschuss müsste ich noch überleben, oder? Sehr schön, dann können wir hier aufs Dotflug gehen. Okay, wir müssen die Wechseluhr runter ticken lassen. Ganz, ganz wichtig. Oh, er ist rausgewechselt, ne? Deswegen droppen wir doch hier gleich den Eisenschädel. Der hat dich besiegt. Mammutl ist weg, das ist schön. Okay, der Gegner geht auch. Das ist auch schöner. Also ein 5 zu 0. Perfekt. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, an Dialga ist er dann nicht mehr vorbeigekommen, scheinbar. Vielleicht ein Kyogre hinten? Maybe? Eigenes Dialga, maybe? Und wir kriegen einen Wolli. Guten Morgen, Wolli. Bis also guten Mittag, Wolli. So. Perfekt. Na, leider kein 100er. Ich hätte gerne einen 100er Wally. Aber wir steigen massiv Punkte hoch auf 2727 wieder. Das ist sehr schön, dass wir wieder so viele Punkte dazu kriegen. Da hat sich der heutige Tag schon verdammt gelohnt. Ja, ich glaube, ich bleibe bei dem Team. Mit dem Team hier kann ich recht gut umgehen. Man kann gut abfangen mit Dialga. Also Sachen abfangen von Dialga, die Dialga normalerweise abkriegt auf Ho-Oh. Abfangen und da mit Glück noch ein Enchant rausging. Und das Schlimmste an sich, finde ich, was Ho-Oh passieren kann, ist hinten Zekrom. Klar, Kyogre auch, aber da kriegt man zumindest, also ist noch der Sturzflug wenigstens neutral. Okay, da haben wir Zekrom. Aber hier haben wir Dialga gegen. Ho-Oh ist natürlich mies. Wie schön einmal. Läuterfeuer, ja. So, und bei Ho-Oh überleben wir auf jeden Fall einen Sturzflug. So. Ja. Sturzflug, perfekt. Okay, wir gewinnen den Gleichstand. Auch perfekt. Wir schwächen uns noch nicht ab. Wobei, ich hätte mich abschwächen können, ne? Ja, egal. Dann schwächen wir uns jetzt ab. Was ist, wenn der Gegner hinten Lugia hat? Was ist, wenn der Gegner hinten Lugia hat? Das ist die Frage der Fragen der Fragen Fragen. Aber ich gehe trotzdem mit Jäger und Schilde. Okay. Ja, ich werde hier nicht schilden. Genau, ich kassiere eine Abgrundklinge, das ist nicht schlimm. Ah, Feuerschlag müsste ich noch aushalten, ne? Bitte halt die Feuerschläge aus. Nein, ich halte die nicht mehr aus. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah. Ja, dann habe ich das zu Recht verloren. Ich hätte Feuerschlag vorher einsetzen sollen. Oder die Abgrundsklinge einfach schäden. Bitte schaffe ich noch einen. Ja. Aber hier. Zekrom hat eine Attacke. Ja.
Wir hätten es gewinnen können. Wir hätten es gewinnen können. Ich hätte das anders spielen müssen. Ja, ich hätte. Schade, schade. Er hätte leider ein eigenes Groudon hinten. Hätte ich einfach die Abgrundsklinge zünden sollen? Ja, wahrscheinlich. Beziehungsweise nein, einfach auf Feuerschläge. Dass er gegen mein Dialga nichts mehr machen kann. Aber okay, ja, das haben wir zu Recht verloren. Schade. Aber müssen wir durch. Ich bin sowieso heute mit dem Tag dann zufrieden, weil insgesamt bin ich einfach hochgekommen. Und das ist ja im Endeffekt immer das Wichtigste, dass man überhaupt Punkte wie heißt das Wort? Generiert. So, die Dialga gegen Mewtwo. Das müssen wir ausspielen. Das Gute ist, wir kommen zuerst zum Eisenschädel, bevor er quasi den Fokusschuss hat. So. Und den Eisenschädel schilden sie immer. Super. Schade, dass wir nicht ausgeholt haben, aber den Psychostoß überleben wir hier. Oder Spuckball, noch besser. Okay, ja, wir gehen hier auf Sturzflug. Da kriegt er nicht viel Farm. Wir gehen hier gleich rein. Schilden hier nichts. Ja, ist Enosurfer, genau. Ein blinder Eisenschädel? Ja. Und ich glaube nicht, dass wir den Ladertag gleich schon gewonnen haben, oder? Okay, er schildert. Hä? Okay, dann schilden wir auch einmal. Das war gerade richtig wild, glaube ich. Schön noch einmal, ja. Und gehen rüber. Ja, und der Gegner gibt auf. Perfekt. Das war aber... Hä? Wir gewinnen doch niemals den Ladeattackengleichstand mit Dialga gegen Mewtwo. Oder war er mit dem WP so weit unten? Nee, das... Nee. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber... Der war doch mit dem WP nicht so weit unten. Der war doch über 4000. Ihr müsstet doch in jedem Falle trotzdem gegen Dialga den Ladeattackengleichstand gewinnen. Oder irre ich mich da jetzt so hart? Natürlich geil, oder er sagt sehr gut, dass wir den gekriegt haben, den Ladertag löschen, aber das hätte normalerweise nicht passieren dürfen. So, wir suchen wieder meinen Gegner. So. Ah, jetzt haben wir einen Gegner gefunden. Metall Greymon 666. Ich liebe Digimon. Digimon ist cool. Ich gehe gleich rüber.
Larados, okay. Ist in Ordnung. Sage ich so, wie es ist. Und ich glaube, mit zwei Schilden kann ich mir das Ding jetzt holen. Und das machen wir auch. Weil, was will Stalobor dagegen machen? Stalobor hat noch nicht genug Attacken. So, gehe ich auf Läuterfeuer oder worauf gehe ich? Oder gehe ich auf Sturzflug? Ich gehe hier auf Läuterfeuer. Das ist das Schöne. Ja, er wird sich so viel Energie jetzt holen können. Aber er setzt noch mal ein, das ist gut. So, jetzt gehen wir in die Jäger. Gehen rüber. Und ich überlege hier nur auf Feuerschlag zu gehen. Oder? Warte, wir kassieren erstmal einen Schlagbohrer. Wie macht den? Ja, der macht nicht so viel. Dann gehen wir einfach auf 100 Energie und zwingen den Gegner zum Einsetzen. Ja. Weil ich glaube, ich kann einen Feuerschlag und eine Abgrundsklinge haben. Oder? Ja. Eine Abgrundsklinge tut übelst weh. Ja. Ja. Perfekt. Sehr schön. Nächster Sieg. Ja, Meisterliga ist auf jeden Fall meins. So, jetzt noch mindestens ein Sieg, dann bin ich zufrieden, richtig zufrieden für heute. 4 zu 1 wäre jetzt nochmal richtig krass. Wäre cool, wenn wir jetzt innerhalb dieser Woche vielleicht noch den Legendenrang erreichen könnten. Weil dann kann ich schön entspannen. Aber mal gucken. Mal gucken. Oh, Anego, aber da bin ich im Vorteil. Aber ist okay. Ist alright. Ich überlege gerade hier einfach auch zu ködern. Läuterfeuer, ja? So, ich habe die Jäger gegen Anego und hier dieses Tierchen. Mein Groudon gegen Anego. Ja, Attacke kann ich durchlassen. Wir setzen jetzt ein. Ich glaube, ich gehe in Groudon nach Anego. Das riecht mir vielleicht nach, wie heißt es? Lugia hinten. Deswegen gehe ich hier jetzt auch auf Sturzflug. Ich werde in Groudon reingehen. Das riecht mir einfach hier nach Lugia. So, wir lassen runterticken. Nee, Groudon.
Wir werden hier nicht ködern. Perfekt. Will ich schön? Ja, oder? Weil dann können wir jetzt in die Alga gehen. Ja. Okay, er gibt auf. Perfekt. Sehr schön. Wir sind positiv. So, dann gehen wir in den letzten Kampf für heute. Allein steigen. Alle in den Dino-Zug. Ist eine Netflix-Serie und das musste ich neulich mit meinem Sohn gucken. Recht interessant, aber für einen Erwachsenen ist es irgendwie eine Qual. Aber, ja. Okay, Dragoran geht völlig klar. Das wird bestimmt Dragoran Doppelstahl sein. Ich werde hier dann auf jeden Fall schön einmal. Gleich. Genau. Wenn Staudemore reinkommt, gehe ich in Groudon. Wenn Metagross reinkommt, gehe ich in Ho-Oh. Gehen wir hier rein. Wir halten hier zwei Schlagbohrer aus. Wir haben Eisenschädel ready. Jetzt setzen wir ein. Okay. Ja, lass mal genauso durch. Ich hoffe, du hast einfach Ho-Oh drin. Metagross hinten. Ich gehe einfach auf Abgrundsklingende Blinde. Und wir gehen hier rein. Gehen auf Draco. Und damit wird der Gegner das gleich verloren haben. Rüber. Ja. Gegner hat da gar keine Chance. So, nochmal ein 4 zu 1. Sehr schön. Es geht voran und ich kriege hier im Moment so viele Sonderbonbons, die brauche ich aber. Ich habe für die Hyperliga noch was geplant. Oh, Entschuldigung, Legios. Jetzt einfach Farbe. Perfekt. Also, Kapokime war das erste, was ich für die Hyperliga geplant hatte. Dann ist da noch eins jetzt fertig geworden. Und dann fehlt jetzt noch das dritte. Und vielleicht packe ich das sogar in ein Team. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Aber wir sind wieder bei 2768 Punkten angekommen. Ich glaube, ich werde erstmal bei dem Team bleiben. Ich komme hier mit super zurecht mit dem Team. Vielleicht Legende. Vielleicht wird das mein Legend-Team. Aber für die Folge soll es das erstmal gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.